Hallo und grüß Gott, mein Name ist Bernd Auer von PD Experts. Heute wollen wir uns über die Erstellung und die Verwendung von Referenzvideos unterhalten. Und zu diesem Zweck habe ich einen absoluten Profi auf diesem Gebiet da, das ist der Lukas Adrian. Hallo Lukas. Hi Bernd. Lukas, du und deine Firma, ihr beschäftigt euch ja insbesondere mit der Erstellung von Referenzvideos, aber auch Videoproduktion im Allgemeinen. Magst du mal kurz erzählen, wie du dazu gekommen bist? Ja, sehr gerne. Ich habe angefangen, vor 7 Jahren für Unternehmen Foto- und Videoproduktion zu machen. Habe da viele verschiedene Sachen gemacht, über Werbevideos, Werbefotos, Produktfotos. Und dann hat sich rauskristallisiert, dass diese Referenzvideos in der Regel das ist, was sich am allermeisten auszahlt, was aber die wenigsten Firmen wirklich von sich aus auf dem Schirm haben. Mhm. Warum, können wir auch nochmal drüber sprechen. Aber wenn ich Kunden das vorgeschlagen habe und die das umgesetzt haben, ist das eigentlich immer eingeschlagen wie eine Bombe. Und von daher habe ich mich darauf spezialisiert, weil ich gesagt habe, das funktioniert total gut. Die meisten denken aber nicht dran und ärgern sich vielleicht auch, wenn sie dann irgendwie einfach irgendein Video drehen, einen Imagefilm, der am Ende rumliegt und keinen so wirklich interessiert. Und mit Referenzvideos kann man wahnsinnig viel anfangen im gesamten Vertriebs- und Marketingprozess. Mhm. Und weil das so ein tolles Instrument ist, habe ich mich darauf spezialisiert, um das meinen Kunden so gut wie möglich umzusetzen und näher zu bringen. Was genau verstehst du unter einem Referenzvideo? Also es ist im Grunde ganz einfach, jeder kennt ja Referenzen, die meisten Firmen arbeiten auch mit Referenzen, das heißt, sie haben auf ihrer Webseite, stellen entweder ganze Projekte vor oder haben zumindest, nennen die Firmen, mit denen sie zusammengearbeitet haben, und das Referenzvideo ist im Grunde einfach erstmal, dass man sagt, wir machen das jetzt mal nicht als Text, sondern als Video. Mhm. Man kann sich vorstellen, wie so eine kleine Reportage oder eine Case Study, manchmal hat man sowas ja auch in der Pressearbeit, PR, dass ein kleiner Beitrag verfasst wird über ein Projekt, was umgesetzt wurde. Und das macht man auch als Video. Das ist die Grundidee. Und dann hat man einfach alle Vorteile, die Video mit sich bringt, dass die Leute sich das angucken, weil die Schwelle, ein Video zu konsumieren, ist extrem niedrig. Wenn ich ein Video angeboten kriege, schaue ich mir das an, statt dass ich einen Text lese. Mhm. Ich schaue mir auch weitaus längeres Video an, als der entsprechende Text wäre. Da niemand liest oder wenige Leute lesen 3, 4 Seiten oder noch mehr. Mhm. Wenn das im Video gut verpackt ist, schaue ich mir das an. Dann kann ich in dem Video am allermeisten zeigen von allen Medien. Also ich sehe wirklich den Kunden, ich sehe die Begeisterung des Kunden. Ich kann das Projekt zeigen, was ich umgesetzt habe. Mhm. Wenn es ein Produkt ist oder eine größere Sache, kommt die drin vor. Also man hat wirklich eine umfassende Darstellung, was auch wieder wie ein Imagefilm eigentlich auch das Image der Firma darstellt, aber aus Sicht von einem begeisterten Kunden. Mhm. Und dann hat man halt diesen Effekt, dass einfach das, was ein begeisterter Kunde sagt, immer viel mehr wiegt, als wenn ich selber sage, ich bin toll, weil davon geht jeder aus. Genau, das findest du auf unserer Webseite auch. Da steht nirgends PD Experts ist gut in, sondern unsere Kunden sagen, dass wir gut sind in, wenn überhaupt, wenn sie nicht gleich unsere Schützlinge selber sprechen lassen. Ja. Du, ja. Was zeichnet aus deiner Sicht einen guten Referenzfilm aus? Was macht den besonders gut? Also beim Referenzfilm, es gibt eigentlich zwei Aspekte. Einmal muss er echt und authentisch sich anfühlen. Er muss glaubwürdig sein. Mhm. Das ist das Allerwichtigste, weil sonst kann er gar nicht funktionieren. Mhm. Und das Zweite ist aber, solange das gegeben ist, muss er dann trotzdem funktionieren wie ein guter Werbefilm inhaltlich. Das heißt, er muss die Leute wirklich da abholen mit dem Problem oder der Herausforderung, den sie haben. Er muss zeigen, es gibt eine Lösung, wie sah die Lösung aus, und wie sieht jetzt die Situation danach aus? Und es darf auch nicht zu viel uninteressante oder irrelevante Informationen drin vorkommen, weil sonst schaue ich mir das Ganze nicht an. Wie lange dauert so ein Film dann ungefähr? Also die ideale Länge ist in der Regel 2, 3 bis maximal 5 Minuten. Mhm. Weil man hat dann, wenn so ein Film holt die Leute da ab, wo sie sich informieren wollen, wo sie schon interessiert sind, wo sie tatsächlich auch mehr wissen wollen, weil sie schon an dem Punkt sind, wo sie überlegen, Geld auszugeben. Mhm. Was ich aber auch immer mache, ist eine Kurzversion, quasi so 20, 30, 40 Sekunden, wie so einen Trailer oder einen Teaser, wo man die Leute mit angehen kann, die noch nicht an dem Punkt sind, wo sie sich ernsthaft interessieren und damit beschäftigen. Oder wenn man einen Kontext hat, wo man nicht diese Zeit hat, ein 5-Minuten-Video zu zeigen oder jemandem zu verlangen, dass er sich das anschaut. Und dann hat man dieses Teaser-Video, wo dann verwiesen wird, wenn dich die ganze Story interessiert, schau dir die Langversion an.
Und dann hat man einen sehr flexiblen Einsatzbereich und kriegt aber diese ganze Story unter in den 3, 4 Minuten, die man filmt. Verstanden, verstanden. Und wenn jetzt eine Firma da ist, wie unsere zum Beispiel, wenn wir jetzt über 500 Kunden wir halt mit Pipelife betreuen und das quer durchs Gemüsebeet in unterschiedlichsten Größen und durch unterschiedlichsten Branchen, was würdest du uns empfehlen zum Beispiel, welche Art von Referenzkunden wir zur Videoproduktion bitten sollen? Ja, auch das ist eigentlich recht simpel. Man sollte immer die Kunden wählen, mit denen man am meisten Umsatz macht. Oder mit denen man in Zukunft am meisten zusammenarbeiten möchte, bei denen man wirklich aktiv Akquise betreibt, und natürlich Kunden, bei denen man herausragende Ergebnisse erreicht hat, die wirklich das zeigen, was man kann, damit die auch Begeisterung rüberkommt, ja? Ehrlich berichten können, genau, was das, dass die Verbesserungen einfach substanziell sind. Und wenn man hat, wählt man natürlich idealerweise jemanden, einen Kunden, der einen Namen hat. Kann eine allgemein bekannte Firma sein, es kann aber auch eine Firma sein, die vielleicht in der Branche einfach bekannt ist. Ja, klar. Das reicht dann schon völlig aus, dass die, wenn man dann mit anderen Kunden spricht, ach ja, der und der, ach, der war da interessant, weil das unterstreicht natürlich auch gleichzeitig nochmal total die Authentizität dieses Videos, wenn man denjenigen kennt. Klar. Und wie aufwendig ist es dann für einen Kunden? Weil da kommst du ja dann mit der Kamera und die sind dann doch eingespannt ein wenig, oder? Genau, also das ist auch ein wichtiger Punkt. Für meinen Kunden selber ist das Ganze wenig Aufwand und dann kommt schnell die Sorge, ja gut, aber kann ich dem Kunden meines Kunden das jetzt zumuten? Aber da ist es auch so, dass ich das natürlich aufs absolute Minimum reduziere, was nötig ist für den Kunden. Ich sage mal, das Minimum, was jemand zur Verfügung haben sollte an Zeit, wenn ich da bin, ist 10 Minuten für das Interview. Ich komme hin, ich baue auf, da brauche ich noch niemanden, da brauche ich niemandes Zeit. Und wenn es dann ein Geschäftsführer ist, der sagt, er hat 10 Minuten, dann kann man das in 10 Minuten führen. Und dann gibt es auch immer die Möglichkeit, was sich dann eben anbietet, aus der Firma, wenn ich vor Ort bin, 2 oder 3 Leute sprechen zu lassen, die mit dieser Dienstleistung und dem Produkt, um das es geht, in Berührung gekommen sind, damit arbeiten, die alle 10 Minuten mitbringen. Dann hat man eine gute Menge und sogar das Ganze aus verschiedenen Blickrichtungen beleuchtet. Und wenn jemand mehr Zeit hat, was tatsächlich öfter vorkommt, als die Leute immer sich Sorgen machen, weil eigentlich ist es so, wenn jemand begeistert ist, eine tolle Leistung erhalten hat, die ihm viel weitergeholfen hat, sind die Leute sehr dankbar, unterstützen das total gerne. Das darf man nicht unterschätzen. Das stimmt, das ist dankbar. Habe ich auch, dass die Leute sich 20 Minuten, eine halbe Stunde Zeit nehmen. Ja. Und am extremsten ist es so im B2C-Bereich, da haben die Leute manchmal richtig Spaß an dem Dreh. Da könnte ich 3 Stunden bleiben und dann muss ich eigentlich das eher beenden, bevor die mir sagen, sie wollen jetzt, dass ich gehe. Ist klar. Du, wo liegen wir preislich ungefähr? Ich weiß, es ist natürlich von bis und man kann es in allen, aber ab wie viel Euro bekommt man schon ein gutes professionelles Referenzvideo? Das Bauchgefühl, weißt du. Ja, doch, das kann man ganz gut sagen. Also es geht, bewegt sich so zwischen 2.000 und 3.000 Euro so eine Produktion. Ja. Mit allem drum und dran, mit Kurzvideo, Langvideo, mit einer begleitenden kleinen Fotoproduktion, dass man auch für Thumbnails und für Blogbeiträge, das heißt, man kriegt ein ganzes Package, sehr gut. Mit inhaltlichen Schnitt. Und bei sehr simplen ist man manchmal auch etwas unter 2. Aber das passt sich schon. Das ist, also wenn man vergleicht, was andere Werbemittel kosten, dann schmunzelt man da eh im Vergleich zu dem, was es bringt. Genau, das ist das Geniale dran, dass man im Vergleich zu einem Image- oder Werbefilm mit sehr viel weniger Budget rechnen muss und trotzdem meist sogar mehr raus hat. Du, aber jetzt kommt das nächste Spannende, dann hat man ein geniales, professionelles Video und wie sorgt man dafür, dass die Leute das auch sehen, weil nur einbauen auf einer Webseite alleine ist ja relativ witzlos. Genau, das ist gut, dass du es ansprichst, weil das ist so ungefähr das Schlimmste, was dir mit einer Videoproduktion passieren kann, dass dir viel Geld ausgegeben wird, das Video kommt auf die Webseite. Ja. Eigentlich hat man aber gar keine Besucher auf der Webseite oder die Kunden, um die es eigentlich geht, sind nicht auf der Webseite. Und es sieht niemand. Und das ist auch die größte Gefahr, die man beim Imagefilm hat, weil alles, was wirklich Werbung ist, kann sich jeder selber fragen, wer guckt schon wirklich gerne Werbung? Eigentlich niemand. Eigentlich wird man immer dazu gezwungen, Werbung zu sehen. Und derjenige bezahlt dann auch gut dafür. Und das ist der erste Punkt, warum diese Referenzvideos so gut funktionieren, ist,
dass sie für den potenziellen Kunden wirklich interessant sind. Das heißt, derjenige schaut sich das aus eigenem Interesse grundsätzlich erstmal an, überhaupt. Und dann kann das Video wirken. Also das sind diese zwei Faktoren. Es ist inhaltlich überzeugend, weil ein Kunde spricht, aber es ist überhaupt erstmal interessant. Deswegen schaut derjenige das. Und damit hat man halt auch, das muss man sich bewusst machen, weil damit hat man wirklich was in der Hand. Es ist im Grunde, es ist wie Content. Es ist wirklich eine Art Content, den man dem Kunden zur Verfügung stellt, den der Kunde, an dem der Kunde Interesse hat. Und das heißt, man muss darauf immer verweisen, wenn man Traffic auf der Webseite hat, dann gehört es natürlich auf die Webseite und auch prominent platziert, sodass alle, die auf die Webseite sehen, kommen, das sehen. Man kann es dann als Werbung schalten. Man kann zum Beispiel auch dieses Teaser-Video gut anwenden. Man kann hinter allen, alle Sachen, die man selber produziert, wenn man ein Video, einen YouTube-Channel hat oder selber irgendwie mit Video arbeitet, diese Sachen hinten dran schalten, weil dann nochmal kommt, jetzt habe ich euch hier alles erzählt, was toll ist. Jetzt zeige ich euch nochmal, ich habe auch die Kunden, die das bestätigen. Man kann sogar im Vertrieb, sogar in 1:1 oder in Vor-Ort-Kontexten damit arbeiten. Da habe ich auch einen Kunden, die vertreiben so Spezialsoftware für größere Unternehmen. Der fährt oft zu den Kunden, hält dort Vorträge, hält dort Präsentationen und auch der bindet es dann ein. Weil das ist auch was, ein Feedback, was ich oft von Vertrieblern bekomme, die sagen, naja, ich brauche kein Video, wenn ich vor Ort bin, über persönlich geht nichts drüber. Das stimmt natürlich, aber ein Referenzvideo bietet was, ist immer komplementär. Das bietet was, was die Person, das der Vertriebler selber nicht kann. So macht, macht das diese Firma auch, diese Softwareentwickler. Er ist dann vor Ort, er hält seinen Vortrag und er zeigt dann das Video hinten dran oder verweist darauf. Also wenn man damit arbeitet, sollte man immer im Vertriebsprozess immer darauf verweisen, sagen, schaut euch mal an, was meine Kunden haben. Ich habe hier mit jemandem, der hat ein ganz ähnliches Problem, ganz ähnliche Situation wie du, haben wir das umgesetzt, guck dir doch mal die Story an. Und dann hat man sichergestellt, dass Leute das auch sehen. Ja, Lukas, so, ich werde jetzt mal überlegen, wer von unseren Schützlingen in Frage kommt. wenn das jemand haben möchte, wo erreicht er dich denn am besten? Am einfachsten über meine Webseite www.adrianmedia.de mit Bindestrich, adrian-media.de. Dort sieht man natürlich Beispiele und auch die Geschichten meiner Kunden damit und kann sich auch einen einfachen, ganz unverbindlichen Beratungstermin buchen, wo ich erstmal erkläre, wie das funktioniert, wie es dort aussehen könnte, wie man sowas gut umsetzt. Im Grunde biete ich auch erstmal eine Beratung, wenn man jemand sagt, ich kann das vielleicht auch selber umsetzen, geht das irgendwie auch. Da berate ich auch erstmal gerne und dann kann man sich immer noch überlegen, ob man es dann tatsächlich alleine umsetzt oder eben in Kooperation. Herzlich hervorragend dann. Lukas, ich weiß, was ich finde. Ich blende deine Kontaktdaten sicher irgendwo ein. Vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ihnen wünsche ich alles Gute damit, viele Referenzvideos und viele neue Kunden. Toi, toi, toi.